New Orleans liegt südwestlich von Derceto, am großen Fluss Mississippi. Seine Altstadt, das französische Viertel oder das Vieux Carré, ist die Heimat der stolzen und oftmals reichen Kreolen. Rings um dieses Zentrum findet man eine große und vielfältige Stadt voller Leute. Darunter die einfachsten Dockarbeiter, rücksichtslose Verbrecher, nach Jazz verrückte Flapper und natürlich die mysteriösen Voodoo-Leute. Nachts kann man am Ufer bei Derceto stehend New Orleans sehen, wie es funkengleich am Horizont glüht. Irgendwie war Canby nach New Orleans zurückgekehrt, in die Nähe der Docks. Er konnte das stechende Aroma des Mississippi River riechen. Vor ihm lag die Prex Importgesellschaft. Laut dem Buch in der Bibliothek sollte er dort drin die Adresse finden, an der Jeremy das erste Mal auf den Schattenmann getroffen war. Die Prex Importgesellschaft. Laut diesem Buch aus Tarawea gibt es eine Verbindung zwischen dem Schattenmann und einer Vorführung, die Jeremy irgendwo in New Orleans besucht hat. Wahrscheinlich kann ich da drin die Adresse finden. Vielen Dank, Sarolon, für ein Stufe 3 Sub. Dankeschön. Weißt du, was hier einer war? Oh. Traumhaft. Licht. Gesehen hat, ich kann sie theoretisch in Brand setzen. Also, du musst den Gegenstand halt mitschleppen. Ein Feind mit Feuer. Danke, Flo, für dein Tier 2 Sack. Eine Karte des Piers. In der Kanalisation gibt es einen Tunnel, der direkt unter die Prex Importgesellschaft führt. Ich wette, darüber komme ich rein. Ja, Kanalisation hört sich immer gut an. Was soll schon schief gehen, Kinders? Tausche Kruzifix gegen Vorschlaghammer. Und wie immer gilt, verkrampf dich nicht. Sonst ploppt das Ei raus, Kinders. Schüsse des Schauermanns.
Ich denke, die Eier, die man zu Ostern kriegt, können meine generellen Eier nicht ersetzen. Ja, da unten wäre die Kanalisation. Setz dich bitte breitbeinig hin. Ich hoffe, verbrennen reicht. Scheint so. Munition gespart. Waffe, Schutt. Hey. Oh, Maschinengewehrpatronen. Wir haben ja auch gar kein Maschinengewehr. Vielleicht kriegt man auch gar keins und das wäre die Zweitwaffe für die Frau. Kannst du am Anfang auswählen zwischen dem Mann und die Frau. Wir haben uns für den Mann entschieden. Nicht aus speziellen Gründen. Von der anderen Seite verschlossen. Was auch sonst. Des Autors. Mit meinen bloßen Händen kriege ich das auf keinen Fall aus dem Weg. Aber wenn ich diesen Kran zum Laufen kriege, sollte es funktionieren. So, dafür war der Schlüssel. Fertig. Ich hätte gerne natürlich den vorderen auch noch geworfen, weil wir nochmal zwei Schuss sparen können. Verzieht euch! No.
Und danke, Bingo Sophie, für deinen Prime-Sub. Ich hoffe, man spricht es auch so aus. Was für Viecher sind, die ich platt mache? Böse Viecher. Jetzt sehe ich den Stein. Es ist eine Schattenwelt. Geil. Neue Viecher. Andere Viecher. Viecher, die sich besonders schnell bewegen werden. Der Detective hatte noch keine Zeit gehabt, beziehungsweise der Detektiv hat noch keine Zeit gehabt, zu klassifizieren, was das für Viecher sind, die uns angreifen. Er ist doch nicht spirituell. Sie inserieren also auf Schrotflinte? So weit, so gut. Ich bin im Lagerhaus. Das Büro ist sicher oben. Was? Schrotflintenpatronen voll? Schlaf. Sein Geist betäubt, siebte Jeremy diese Worte aus der Thetos faulenden Boden. Ewig sei Lob und reiche Fülle der schwarzen Siege der Wälder. Höre uns, Mutter, und zeig uns Gnade. Nimm unsere Opfer an und richte über uns. Ie, Shub-Niggurath. Ie, Shub-Niggurath. Die schwarze Siege der Wälder mit den tausend Jungen. Das heißt doch IA. Klingt nachher wieder Gegnerbesuch, weil hier liegen schon wieder zu viele Gegenstände zum Schmeißen. Hey, so eine wollte ich immer schon mal ausprobieren. Jetzt bin ich ein richtiger Ganove. Unsere Schiffe wurden am Dock überfallen. Alle von seinen Gegenständen wurden sichergestellt. Aber Blut ist vergossen worden. Mehrere Männer wurden in den Mississippi getragen und dort von jenen ertränkt, die in den Tiefen leben. Alle Gegenstände sind geliefert und quittiert worden.
Jetzt sollten die Papiere gut verwahrt werden. Links Pein, rechts Leere, zurück Ast. Hier liegt erstmal nur noch Munition. Auf dem Tisch ist nichts und hier der Code für den Safe. Weißt du was? Das wird auch in seinem Kompendium stehen. Auf der letzten Seite gab es eine Zahlenreihe mit römischen Ziffern. Ich sage immer Kompendium, aber ich meine schon das Richtige. Kollektentagebuch. Das ist doch hier am Ende. Ja, es ist. Das mit den Scheiben, das hatten wir ja schon genutzt. Das daneben auch, das da unten links auch, das unten rechts. Das haben wir noch für nichts genutzt. Das Sternbildrätsel hatte drei Zahlen. Das Sternbildrätsel, was wir ja gemacht haben, war ja die Zahlenreihenfolge, um in die nächste Erinnerung reinzukommen. Und das war die Bibliothek-Erinnerung. Muss ich mich daran erinnern? Weil das hier ist immer noch aktuell. Dann hätten wir einmal den Gimini. Die 12, das ist das Zeichen, was in der Mitte war, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Was war denn das da ganz am Rande? Ah ne, das ist das eine ist der Taurus, ne?
Nicht der Taurus, der Gemini. Und das haben wir gemacht. Das andere ist die 2. Das bringt mir nichts. Doch. Damit nichts zu tun hat, dann ist was mit dem anderen Zettel zu tun, den man gefunden hat. Links liegt Pein, rechts die Leere. Und willst du zurück, so musst du dich dem Hass stellen. Was ist links? Aber der Text im Englisch: What is left later is right, and hell is back again. Hier ist der beste Zeitpunkt, um die Papiere sicher zu halten, also the papers safe. Was natürlich ein Hinweis ist, auf den Safe. Links, rechts. Ich hätte wahrscheinlich auch keine Idee. Was mich dabei übrigens so ein bisschen stört, ist, du kannst den einlocken oder so, ne? Du musst halt wahrscheinlich einmal in die richtigen Richtungen drehen. Deshalb, ich denke mal, das ist die Reihenfolge. Du musst erst links drehen, dann rechts drehen und dann wieder zurück. Aber welche Zahlen? Ist das einfach nur ein grafischer Fehler oder steht da eine 7 drauf?
Das hast du jetzt online nachgeguckt. Das finde ich nicht so geil. Im Compendio steht was von 5, 2 und 12. Ja, heute schon gesehen, ist doch genauso wie nachgeguckt. Besser wäre, du sagst, warum es diese Zahlen sind, die du angibst. Ach so, wegen den Buchstabenzahlen. Das ist mir zu leicht. Man wird ja 3 nicht passen. Das, was geschrieben wurde. Witzigerweise ist das letzte sogar 4. Also es ist doch die Buchstaben, aber es wurde falsch geschrieben. Von Bingo. Also wirklich Bingo. Es geht um die Buchstaben und es sind 4 Buchstaben. Prachtmanifest. 19. September 1892. Prex Importgesellschaft hat geliefert. 4 Überseekoffer. Einen ägyptischen Sarkophag. Eine große Holzkiste. Eigentum des Bühnenkünstlers. Bekannt als... der schwarze Pharao, der in der Gallatin Street auftritt. Hey, ich war nur kurz bei ihm drin und dann wieder raus. Ja, hallo? Mumie ist nicht schlimm. Früher hat man es auch zu Belustigung... Los geht's. Das ist die Adresse, an der Jeremy dem Schattenmann das erste Mal begegnet ist. Aus Belustigung seiner Gäste hat man einfach eine Mumie ausgestellt in seinem Raum oder andere ägyptische Artefakte. Wenn man Menschen alles erlaubt, sind sie schon ganz schön scheiße. Thank you.
Ich weiß jetzt nicht, was das mit dem Geschlecht zu tun hat. Aber läuft doch. Sieht so aus, als habe der Nebel sich gelichtet. Die Adresse, an der Jeremy das erste Mal auf den Schattenmann getroffen war, überraschte Carnby. Die berüchtigte Gallatin Street gab es gar nicht mehr und er fragte sich, ob er das richtige Gebäude überhaupt finden würde. Stand es noch? War das wichtig? Vielleicht war diese Welt nicht nur ein anderer Ort, sondern auch eine andere Zeit. Das wissen wir doch schon. Wir haben doch vorhin Sachen gefunden, die von 1923 waren. Wir sind keine Zeitreisenden, wir sind nur in Erinnerung der Zeit unterwegs. Das ist der Säufer. Sagen Sie mir, was das alles soll? Willkommen, Detective. Zur größten Show diesseits des Mississippis. Nyarlathotep, der schwarze Pharao. Der uralte Magier, der tausend Leben lebte und tausend Masken trug. Ich verstehe, warum Sie ihn Schattenmann nennen. Spart Worte. Also, Sie hatten Angst vor einem Bühnenzauberer. Und jetzt lebt er in Ihrem Kopf. Spotten Sie nur, Detective. Aber Sie sind verrückt, wenn Sie glauben, man könnte ihn ignorieren. Sehen Sie sich um! Wir konnten unser letztes Gespräch nicht beenden. Sie wollten mir sagen, wie man den Pakt zwischen ihnen bricht. Nein, das geht nicht. Es würde Sie auf die Welt loslassen. So viele Unschuldige würden sterben. Aber es gibt einen Weg aus dem Vertrag. Gibt es. Er zeigte mir einen Ausweg, was man tun muss. Und was ist das? Das finden Sie nie heraus. Es ist für immer und ewig in seinem Wüstentempel verborgen. Jeremy, ich bin nicht Ihr Feind. Sagen Sie mir, wo ich hin muss. Wo ist der Tempel? Nein, es geht nicht! Ich muss dieses Opfer bringen! Gott verdammt, Jeremy! Ich werde Sie retten! Keine Sorge! Jetzt geht der Sarkophag auf. Wie rettet man jemand, der nicht gerettet werden will? Naja, er wird so oder so gerettet. Ich muss nur irgendwie diesen Tempel finden. Er wird so oder so gerettet. So, das ist aber das Ding, was wir auch im Schriftding haben. Also in dem, in dem sein Tagebuch. 5212. Das ist nämlich genau hier auch so markiert. Aber 12 gibt's ja gar nicht.
Also der große Ring wäre das Symbol. Der mittlere Ring der Taurus. Oder wir richten die einfach aus. Ich habe mich verschrieben. Das ist nicht die 12. Das ist die Jungfrau. Das ist die 8. Die letzte Zahl. Also 5, 2, 8. Ne, 2. 5, 8. Ich habe gedacht, das Zeichen, was gezeigt wurde, ist das letzte Capricorn. Wenn man mal im Kollektivbuch guckt. Schwierig in der Mitte zu erkennen. Geil, oder? Man muss nur durch die beiden Stühle gehen. Erstmal irgendeinem Tut mit der Schrotflinte in den Arsch blasen. Bei einer Sonnenfinsternis. Kanbi fand sich in einer weiten und dunklen Wüste wieder. Ihm war an diesem Abend schon so einiges an seltsamen Dingen zugestoßen. Aber die Vorstellung, durch Tutankhamuns Land zu wandern, forderte seine letzten Bollwerke an Unglauben heraus. Wir kommen immerhin rum. Ah.
Der versunkene Wüstentempel. Ich sollte wohl darunter. Dafür werden wir erstmal ein Seil brauchen. Der Tempel von Nefren-Kaa liegt unter unserem Lager. Diese unheilige Stätte ist nicht eingestürzt. Und das trotz aller gegenteiliger Bemühungen. Aber sie ist im Sand versunken. Der Pharao ist schon lange tot und sein Name wurde methodisch aus allen alten Schriften getilgt. Aber diese Stätte des Blutes und des Schreckens, die gibt es immer noch. Der Tempel soll lichtlos sein, erbaut, um all die Schrecken der Finsternis zu beherbergen, die in diesem Universum umgehen. Durch das Anrufen der Götter wurde eine Brücke zwischen unserer Welt und der ihren geschaffen. Der schreckliche Aldebaran von Taurus, die schwarze Sonne, wurde als der wichtigste Stern im Nachthimmel angesehen. Denn laut dem Kitab al-Asif war dies der Ursprung des kriechenden Chaos, das man Nyarlathotep nennt. Angeblich konnten die Priester mit uralten Mechanismen Schächte öffnen, die wiederum das Licht bündelten, das von dem seltsamen Stein namens leuchtender Trapezoeder ausging. Wenn sich die Lichtstrahlen über der Statue des dunklen Mannes vereinigten, wurden sie durchs All in Richtung schwarzer Sonne geschickt, eine Botschaft an die Götter. Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, welche Gaben den Kultisten dafür gewährt wurden, aber man geht oft von dunklen Blutpakten aus, dunkle Wunder im Austausch für Seelen. Lass mich raten, das ist schon maximal Munition. 46 dann. Geht's. Ach, das Sternbild. Mal wieder. Der Tempel des Schattenmanns lag unter Sand begraben. Ein verfluchter und finsterer Ort. Jeder Schritt fühlte sich wie eine falsche Entscheidung an. Kanbi musste den Vertrag finden, den Jeremy mit dem Schattenmann abgeschlossen hatte, und hier verschwinden, bevor er vollkommen dem Wahnsinn anheimfiel. Ist das Seil gerade runtergefallen? Das war halt schlecht befestigt. Es ist die Sternkonstellation aus einem von Jeremys Büchern, der Stier. Dieser eine Stern ist eindeutig größer. Muss wichtig sein. Ich habe ein Gefühl, dass der Vertrag hier irgendwo versteckt ist. Aber wie komme ich ran? Ich schon sehe, dass da oben der irgendwie so halb an der Ecke hängt. Wahrscheinlich müssen wir einen Lichtstrahl irgendwo hin schießen. Da oben ist zum Beispiel kein Spiegel dran. Aber da sehen wir ja, dass der da oben was hält. Unterschiedliche Zeichen über den Türen.
Ah. Mein Gott! Dämliche Fledermäuse. Hauptsache, es kommen keine Skarabäen. Wenn ich hier Pistolenmunition finde, ja, dann muss ich leider sagen, die Pharaonen waren weiter, als wir dachten. Eine überraschend präzise gefertigte Linse mit einer bedeutungsvollen Hieroglyphe. Das sieht funktionstüchtig aus. So zeigen sie nur, guck mal, man kann Spielgerätsel machen. Und jetzt wird das Ganze in großem komplizierter. Sind ja wirklich fliegende Käfer. Ich dachte, das sagt einem Chat nur aus Spaß. Ja, doch, die Pikachse. Pikacke finde ich besser. Ob ich den nachher auch nochmal anstrahlen muss? Erstmal die Tür rein, die wir geöffnet haben, oder? Huh. Da ist eine Schlange vorbeigeschlängelt.
Das ist der Spiegel. Der Stern. Da ist der Stern. Blau hinter dem Stein ist auch so ein Leuchtstein gewesen, der aber unter den Trümmern verloren ist. Ich hab das schon gesehen. Tut mir leid, ich muss alles durchkommentieren. Da ist auch ein blauer Stein, der hat aber keinerlei Bedeutung. Hier. Der Stern muss nach da oben. Ich arbeite an meiner Präsentationstechnik. Ich sollte das häufiger erwähnen. Da ist eine Vase, die hat aber keinerlei Bedeutung im Spiel. Man kann sie kaputt schlagen, aber es ist nichts drin. Die Viecher durch die Strahlen getötet, okay. Dein armer Rücken. So, der ist jetzt offen.
Kein Eierplopp-Geräusch mehr vernünftig hin. Weil ich nichts zu trinken zu Hause habe. Ich muss morgen Punkt, Punkt, Punkt beauftragen. So, da ist eine Abkürzung. Bah, Leitungswasser. Ekelhaft. Haben wir unsere kulturellen Errungenschaften gemacht. Um Wasser zu trinken, wie aus der Toilette. Zeichen der Unterwelt. Neben einem riesigen Loch. Falsche Richtung. Jetzt muss ich alle drei Strahlen mit der Statue noch verbinden. Laser. Mm-hmm.
Ich glaube, von der anderen Seite kam ich besser daran. Weil ich stand da schon oben drauf. Und rechts drehen. Okay, dann halt auf das Symbol. Ich mache auf den Weg nach unten. Läuft gut. Los. Erkennt psychologisches Trauma, durchbrecht die Wände der Selbsttäuschung, zügelt manisches Verhalten. Die Bedingungen des Schattenmanns. Der Vertrag. Das finde ich eher lustig.